Der Ikhlas ist eine schwere Sache. Daher sagte Sahl ibn Abdullah, Et-Tustari, jemand aus den ersten Generationen des Islams, er sagte, Laysa ala nafsi shay'un shaqqa min al-Ikhlas. Es gibt für die Seele des Menschen nichts, das ihr schwieriger fällt als die absolute Aufrichtigkeit. Die Ursache, weil er an diesen, also an absolut aufrichtigen Handlungen keinen Anteil hat. Er hat keinen Anteil da. Daher diese Schwierigkeit. Und Yusuf ibn Hussein al-Razi, rahimahullah, sagte, A'azzu shay'in fi dunya al-ikhlas. Die schwierigste Sache. Die schwierigste Sache in der Dunya ist der Ikhlas. Wie oft versuche ich, die Augendienerei aus meinem Herzen zu schaffen? Und es scheint mir, dass es an einer anderen Stelle, in einer anderen Form wieder neu aufwächst.